So, wir sind da mit Kidsecker Leaks. Willkommen. Ja, danke. Wo sind wir überhaupt? Sind wir noch in Graz oder in Leibniz? Wir sind in Feldkirchen. Feldkirchen, okay. Wie lang fährst du nach Leibniz? Da, Viertelstunde über die Autobahn von da. Weil du postest immer die Stories mit Lauf aus Leibniz und dann steht immer Guten Morgen oder so. Ja, das ist mein Arbeitsweg. Also von da fährst du, weil ich glaube... Nein, ich wohne in Leibniz. Ich wohne in Leibniz. Und da arbeite ich. Ne? Okay. Und das ist mein... Da fahre ich einen kleinen Umweg, dass ich das Laufhaus fotografieren kann in der Früh. Okay, das heißt, wir sind da jetzt. Wir sind da jetzt in deinem Büro. Das ist mein Büro, ja. Genau. Und ja, danke mal für die Einladung, danke für die Gastfreundschaft. Ich bitte gern. Ich würde fragen, kannst du uns vielleicht ein bisschen von deinem Werdegang jetzt in Bezug auf den Seppi erzählen? Also wie bist du, mich würde interessieren, wie du überhaupt auf einem gekommen bist. Das ist die erste Frage, sagen wir so. Okay. Ich kann es dir gar nicht sagen. Irgendein Idiot hat mir ein Video gezeigt von ihm. So wie jeder einen Sepp kennengelernt hat irgendwo. Okay, also hast du irgendwann einfach von irgendwem, von irgendeinem Freund ein WhatsApp-Video gekriegt? Genau, irgendwer hat es mir mal gezeigt und ich habe mich sofort verliebt in ihm. Jeder normale Mensch halt. Ne? Ja, aber wie lange ist es her? Weißt du es noch, wo du das erste Video gekriegt hast? Sicher schon 2 Jahre her jetzt. Okay. Also sicher schon vor 2 Jahren. Aber den Instagram-Kanal gibt es ja erst seit dem Jahr, oder? Den gibt es seit März, glaube ich. Seit März? Ja, oder Februar. Die erste Videos hast du von mir gekriegt, oder? Ja, dir. Februar, glaube ich. Ich habe vorher immer auf Facebook geteilt. Das selbst? Ja, er war aktiv sehr auf Facebook und er hat immer seine Puff-Kollegen geschickt und von dem habe ich es gekriegt. Und du kennst den Puff-Kollegen? Ja, genau. Okay, das ist der Simon. Das ist der Simon, der ist off camera. Freund von Kidsecker Leaks. Wir sind uns noch nicht sicher, ob du deine Identität jetzt schon preisgeben willst. Ja, schauen wir uns an. Schauen wir dann, ja. Ja, das heißt, du kennst ihn selbst circa 2 Jahre lang. Ich habe nämlich, was wir vor dem Auto geredet haben, ein Freund von mir, der auch aus der Steiermark ist, der kennt den Sepp auch. Mhm. Und dann habe ich, also er hat mich darauf angesprochen, weil ich halt die ganzen YouTube-Videos hochlade. Und dann habe ich ihn gefragt, woher kennst du den Sepp? Und er hat gesagt, ja, da in der Gegend kennt er mich jeder, weil jeder kennt irgendwie jeden und die Ortschaften sind nicht so groß. Ja, jeder kennt jeden, ist dahingestellt, aber jeder kennt einen Kidsecker. Okay. Das kann man schon so sagen. Wann hast du dir entschlossen, dass du deine Fanpage über einen Seppi machst? Ja, ich habe mir, der Plan, also 2 Gründe hat es gegeben. Erstens habe ich immer gedacht, weil er postet ja immer nur in seiner Story und die er ist der beste Haverer. Es gibt, du findest nie mehr so einen guten Content, wie er macht. Und ich habe mir gedacht, es ist so schade, er macht keine Posts, er macht keine Story-Highlight. Das geht alles verloren, das geht alles ins Nichts verloren. Ab und zu schickt er mal irgendeiner ein lustiges Video. Und ich habe mir gedacht, wenn ich einfach die Videos, was er in der Story hat und was ich halt so zugeschickt kriege und was ich so habe schon von ihm, wenn ich die einfach post, das wäre eigentlich genial, weil dann könnte sich das jeder immer anschauen. Ne? Also so als Kidsecker Library, so in die Richtung, war das als Archiv, war das gedacht, ne? Und dann ist es halt eskaliert ein bisschen das Ganze. Also ich habe mir nicht erwartet, dass so viele Leute da Interesse haben an ihm. Das ist ja schnell gegangen, oder? Das ist extrem schnell gegangen. Also Wie schnell ist es gegangen, weil du hast ja jetzt schon über 7000 Follower. Ich habe jetzt bald 8000, jetzt sind es bald 8, jetzt sind wir bei 7,7, glaube ich. Mhm. War das schon... Nach dem ersten Beitrag oder nach den ersten paar Beiträgen, dass du gemerkt hast, da geht was dahin, oder? Ja, es war nach einer Woche oder was. Hm. Dann ist auf einmal ist losgegangen. Also dann habe ich da 300 Leute pro Tag voller dazu gekriegt und dann auf einmal waren es 800. Und dann, ich meine, jetzt ist es wieder runtergegangen, ne, weil es doch eine sehr, sehr lokale Legende ist, ne, was im deutschsprachigen Bereich ist. Ja, ich glaub, aber ich glaube, das Potenzial ist schon noch ziemlich groß. Potenzial ist schon da, aber ja. Weil stell dir allein Wien vor, weil wenn es schon in dem Bereich jetzt Leibniz-Graz-Umgebung so abgeht, stell dir vor, das schlägt in Wien ein. Ja, ja, wenn wir sehen. Wenn wir sehen, ob die Wiener Geschmack haben oder nicht, ja, da werden wir das dann erkennen. Ja, ist ein bisschen ein anderes Klientel teilweise. Also das war der erste Grund, ne? Und ah, ja, der zweite Grund war eigentlich, ich wollte, dass der Kidsecker mein bester Freund wird. Und dass ich mit ihm trainieren kann und saufen kann, das war auch ein Mitgrund. Und das war eben, dann habe ich gedacht, wie mache ich das? Dann habe ich gedacht, ja, wenn ich eine Fanpage mache, kann er nicht widerstehen.
so ein bisschen nach hinten losgegangen ist, das Ganze jetzt im Nachhinein. Also von einer Feindschaft im Sepp bin ich jetzt doch ein Stückchen entfernt. Gell? Bist du weiter weg davon entfernt, durch die Meme-Page? Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube eher, dass ich in Ungunst gefallen bin, was mir sehr weh tut. Aber das wissen wir ja nicht genau, weil glaubst du jetzt ernsthaft, dass der Seppi weiß, dass es die gibt? Ja, also sicher weiß er, dass es mich gibt. Der weiß es fix? Der weiß schon, dass es mich gibt. Der weiß das schon. Also mich jetzt als Person oder Kitzecker Leaks? Kitzecker Leaks. Nein, das muss er wissen. Das muss er wissen. Er repostet ja okay. Laufend Memes und Sachen. Aber ne? Repostet er nur Sachen, wo er gut dasteht? Oder wo alles? Alles mag ich eigentlich. Ist Ansichtssache. Stimmt, der Arme hat etwas repostet, da habe ich mir gedacht, okay, der hat einen, also der kann auch über sich selbst lachen. Ja, der hat das, wo ich das FPÖ-Plakat genommen habe, wo oben steht Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe. Und dann habe ich einen Seppel rein da und habe dazu geschrieben Heimatliebe statt Silvia-Diebe. Und das hat auch repostet. Das habe ich mir zum Beispiel repostet. Da habe ich nämlich nur Angst gehabt, wenn ich das post, ob ich gleich Probleme kriege mit ihm oder so. Aber das hat ihm dann. Die unscheinbarsten Sachen repostet er dann. Du hast aber einmal Probleme wirklich mit, nicht direkt Arm gekriegt, aber mit dem Wischseppel, oder? Ja, der Wischseppel. Was war da los? Was ist da passiert? Jo, ich denke mir, passt. Weißt du was, jetzt hat die Seite eine gewisse Größe. Ja. Ich brauche einen Sepp. Wir haben ja auch schon geredet gehabt, ne? Wir haben geschrieben gehabt auf Instagram. Und da haben wir überlegt, wie kommen wir zum Sepp hin, ne? Und jetzt, da habe ich dann doch schon einiges gehabt. Und der hat schon viel repostet immer von mir. Und da habe ich gedacht, er muss die Seiten kennen. Er muss Interesse daran haben, dass irgendwer ein Interview über ihn macht, weil so wie er sie gibt, wie er tut, ne, die Aufmerksamkeit, das taugt er. Ne? Ja, so wie er ist. Einerseits ist es, er macht es ja in Wirklichkeit gescheit als Werbung. Jeder kennt das Erotiklauf aus Leimnis, ob es jetzt ein Puffgeier bist oder nicht, aber jeder in der Gegend, ja. Jeder kennt das Erotiklauf aus Leimnis, jeder kennt einen Kitzecker. Da habe ich gedacht, das ist ein net positive für ihn. Er kann nicht verlieren, da ist er dabei. Dann habe ich angerufen beim Laufhaus, ne, über Google habe ich die Nummer ausgesucht. Da haben sie gesagt, ja, da hat dann anscheinend der Wish Sepple angekommen. Der hat dann gemeint, ja, nein, er ist nicht da, ich soll eine E-Mail schreiben. Dann habe ich eine E-Mail geschrieben, wo ich eben gefragt habe, wegen eben die T-Shirts und so weiter, ob ihm das recht wäre. Kann ich dich nur kurz unterbrechen? Wie du angerufen hast, was hast du da gesagt? Wie hast du das gesagt, so circa auf die Art? So, ich würde gerne mit dem Seppi reden? Oder ja, ich habe gefragt, ob der Sepp da ist. Ne? Ja. Ich bin mit dem Sepp gesagt, ist nicht da, um was geht's? Ne? Und dann habe ich das halt erklärt, wer ich bin, was ich mache und eben wieso ich anrufe. Und eben einerseits wegen die Leiber, weil ich das Einverständnis vom Seppel haben wollte. Anders geht es ja nicht. Ne? Der klagt ihn Grund und Boden, wenn er will, wenn es das ohne sein Einverständnis machen würde. Das ist gut, dass du das sagst, ja. Ja. Und andererseits eben wegen dieser Dokumentationsgeschichte, wegen dieser Interviewgeschichte, ne? Habe ich dann eine E-Mail geschrieben, da ist 4 Wochen keine Antwort gekommen, dann habe ich nochmal angerufen. Dann habe ich gar nicht viel rumgeredet, habe ich gleich gefragt, ja, ist der Sepp da? Hat er wieder gesagt, der Wisch Sepp? Nein, ist nicht da, ne? Frage ich, wann ist er da? Ja, am Nachmittag. Da habe ich gesagt, ja, ich habe eine E-Mail geschrieben und ob ich da, weil da habe ich noch keine Antwort gekriegt, ob sie das anschaut. So, dann. Also ich gesagt, ich soll um 3 sowas nochmal anrufen. Ruf ihn nochmal an. Dann sagt er, ja, du musst sofort, musst das unterlassen mit die Mädchen, die Videos auf die Lauts auf der Seite und was weiß ich was, weil die haben nur das Einverständnis gegeben, dass sie in der Story sind für 24 Stunden, obwohl ich mir da auch nicht sicher bin, ob das Einverständnis gegeben hat, weil das kommt eher, manchmal komme ich mir in seine Instagram-Stories eher vor, als würde ich Menschen handeln, live miterleben, aber ja, ist einmal dahingestellt, mutmaßlich, gell? Mutmaßlich. Menschenhandel ist mutmaßlich. Menschenhandel ist mutmaßlich. Wenn man ein bisschen ein Gespür hat, ein menschliches und ein bisschen sensibel ist als Person, dann glaube ich, ist der erste Gedanke, der oft so kommt, Menschenhandel. Ja. Aber jetzt halt. Das hast du gesagt. Ja, ich sage nur, wenn man sensibel ist und ein bisschen. Aber ich sage jetzt nicht, dass es das ist, sondern nur das Gefühl davon. Aber ja. Das Gefühl, ja, das kann man glaube ich schon sagen. Mhm. Ja, das Gefühl vermittelt man. So wie so ein Sklavenmarkt im Südsudan irgendwo. Das Gefühl vermittelt seine Instagram-Seiten schon teilweise. Ob was das macht, ist dahingestellt. Oh, ja. Was das nicht ist, ne? Das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Das sagen wir nicht.
Ja, wo waren wir eigentlich? Wo ist Seppel? Der hat dann gesagt, du musst es alles abnehmen, weil du hast die, ja. Die genau. Ich hab halt auf gemütlich dann, ne? Weil ich denke mir, schau, ich, was mach ich? Ich habe eine Freude damit, dass ich einfach nur ihn promote. Dass ich einfach nur Werbung mache für ihn, ne? Und ich würde Leiberl machen mit seinem Gesicht drauf, würde ihm was abgeben davon. Er muss sich um nichts scheißen. Du hättest ihm was abgeben? Gar nichts. Ja, sicher, hätte ihm was abgeben. Echt? Ja. Also, das Merch war in Planung, aber du hast es dann nicht durchgezogen, oder wie? Ich kann es nicht machen. Wirklich? Es ist zu heiß. Ich meine, ich habe dann überlegt, ob ich was mache in die Richtung. Schauen wir, vielleicht ist die Nachfrage ja da. Aber nur zum Merch noch. Du darfst sagen, oder was ist zu heiß dran? Hat der Wish Seppel direkt dazu was gesagt, oder? Nein, ja, er hat gesagt, kein Interesse momentan. Zu der ganzen Geschichte hat er gesagt, kein Interesse. Okay. Wieso er immer normal ein Geschäftsmann, das ist ein Win-Win. Er kann nur gewinnen. Weil ich übernehme alle Kosten, also das ganze Risiko ist bei mir. Ja. Und wenn ich was verdiene damit, dann gebe ich ihm was davon ab, wo ist das Problem? Aber sie wollen nicht, okay. Ist halt so. Also das Wish Seppel will nicht, ob der Seppel will. Ich glaube kaum, dass er ihn gefragt hat. Mhm. Aber ich habe jetzt einmal ein Nein gekriegt, ne? Dahingehend. Was man machen könnte, theoretisch, ist, dass man Memes, die auf der Kitziger League-Seiten entstanden sind, dass man die irgendwie einbringt. Zum Beispiel immer gedacht, der Leiberl, wo oben steht hinten, Trainingsplan, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, Totschlag. Ne? Und so, also so eine Listen, wo man so abhackeln kann mit Sets. Und, aber es ist auch nicht das Wahre. Wenn ich ein Kitzegger-Merch kaufe als Konsument, dann erwarte ich mir, halt das fetter Kitzegger oben ist mit seinem Auto, mit Erotik auf seinem, das stelle ich mir halt vor. Ne? Und deshalb, der Wahl ist es einmal passiert, vielleicht aber irgendwann. Also ich finde, ich würde auf jeden Fall ein T-Shirt kaufen, wo zum Beispiel oben steht, Liegestütz Doppelpunkt so viel wie geht. Ah, stimmt, das war ja auch oben. Ich kann den Entwurf, ich hab ja Entwürfe, ich habe sie ja designen lassen. Geschick mir den dann am Blende Design. Ich zeig dir das. Oder, ja, schauen wir mal. Ich zeig's dir noch. Aber ich weiß nicht, das ist dann auch so Low Quality irgendwie, und damit sie es aushalten, muss ich dann auch unter 25 Euro kann ich es nicht verkaufen, weil sonst mache ich Verlust. Mhm. Und dann, wenn es 25 Euro für Leiberl Trust, wo oben steht, Liegestütze so viel wie geht und Totschlag als Trainingsplan, ich weiß nicht. Ich würde das sofort kaufen. Du würdest das? Okay. Ja. Ich glaube, du unterschätzt es. Ja gut, ja, dann vielleicht sollte ich nochmal back to the drawing board. Ja, auf jeden Fall, weil du hast das ja noch immer in die Story Highlights, die Merch. Ich weiß, ja, ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis das kommt, aber ich habe nicht gewusst, dass das irgendwie so ein bisschen heiß ist. Nein, leider. Aber was ich mir auch denke, ist, es wäre fast witziger, wenn man es nicht so eindeutig hat auf T-Shirts und jetzt zum Beispiel, dass du nur seine Haare nimmst, dass du es mit Photoshop so ausschneidest und dann nur so ein T-Shirt mit, was die Taschen da auf der Seite und dass irgendwie die Haare so ausstehen vom Seppi. Das ist aber eine gute Idee. Ja, ich zeig sie nachher, ich habe eh einen Logo-Entwurf und so weiter, was eh auch auf ihrem so Sprinthaus Leibniz, wird die Marken heißen, theoretisch. Jetzt schauen wir. Ich zeig sie nachher. Auf jeden Fall, ja. Wish Seppel, ich habe telefoniert mit dem. Er sagt sofort, ja, und hat die Paragraphen aufgezählt, gegen die alle verstoßen. Und das ist nicht mein Bildrecht und was weiß ich was. Und dann habe ich gesagt zu ihm, du, hör auf mal, warte mal. Schau, ich probiere diplomatisch auf die diplomatische Schiene vorne. Ich habe gesagt, schau her, ich weiß, ihr habt so müde Haken, da hat sicher genug Wickeln und ich will euch keine Wickeln machen. Da brauche ich gegen keinen Paragraphen verstoßen. Wenn ihr das nicht wollt, dass ich die Girls drinnen habe, ja, dann nehme ich das aus, ne? Ja. Komplett diplomatisch, lieb normal, eher, ja, ich will nichts sagen, aber halt komplett ungut weiter auf. Ne? Dann hat er gemeint, ja, nein, wegen Leiberl kein Interesse und eben die Interview/Doku wäre vielleicht interessant, ich soll mal eher mal E-Mail schicken, wie das ablaufen soll. Da habe ich dann sehr detailliert eingeschrieben, wie es ungefähr ablaufen könnte, ne? Ja, da ist dann aber nie mehr was zurückgekommen. Und was ich dann eben gehört habe im Nachhinein, ist, dass er immer noch, beziehungsweise ich habe telefoniert mit dem Sepp dann. Ne? Stimmt, ja, mit einer Freundin von dir. Genau, oder? Da war also eine Freundin von mir, war beim Ankerpunkt, das ist einer der Stammlokale des Sepp, wo da ein paar coole Tanzmoves von ihm geübt wurden. Ja, ja. Die war dort, hat mich angerufen und gesagt, du,
das Kitzhäger ist da, der Kitzhäger ist da. Ich sage, ja, gib mir, ne? Dann geht sie zu Hobby, dann gibt sie ein ermas Telefon und dann haben wir geredet und ich weiß nicht, immer ganz nüchtern war er sicher nicht mehr. Das wird ihn aber, fragen, ja. Ja, nein. Ich weiß nicht, ob er prinzipiell immer so ist, das ist auch möglich. Ne? Das war meine einzige direkte Interaktion. Das kann ich per se jetzt nicht ausschließen. Wie spät war es denn da überhaupt? Boah, nicht so spät. Spät war es so, nein. Nein. Sowas. Nein. Nein, schon am Abend. Schon am Abend. Und dann habe ich eben, dann habe ich gedacht, ich muss jetzt fragen, ne? Ich muss ihm das nutzen. Dann frage ich ihm, ja, kennst du die Seiten Kids Egger Leaks und so? Ne? Habe ich gefragt, kennst du mich, was wir machen und so? So, nein. Kennt er nicht, ne? Kennt er nicht. Ja. Okay, dann sage ich, ja, du, ich hätte da ein paar Leute, mit ein paar Leuten aus Wien, ne? Die sind Filmemacher, die würden so gerne ein Interview mit dir führen, die würden dich so gerne interviewen. Also, na, das geht leider nicht, das geht nicht, weil da die Frauen, die wollen nicht gefilmt werden und so weiter, ne? Was ja überhaupt thematisch, überhaupt gar nicht dazu passt. Nein, das wollen wir ja nicht. Genau, jetzt ist meine Theorie, ist die, der Wish Sepper. Auf jeden Fall Wish Sepper. Ja. Ohne Wertung, ne? So seiner Person jetzt, hat zum Sepp gesagt, Sepp, schau mal, da, der Kid, der hat da Seiten auf Instagram, der Kidshacker Leaks heißt der postet die ganze Zeit die Weiber ein, ne? Da, und die wollen das nicht, was nicht stimmt, weil nach dem Telefonat, ne, er hat mir eine E-Mail dann auch noch geschrieben, nachher, wo er mir genau nochmal die Paragraphen beschreibt, der ja, genau. Sepp nach unserem genau. Telefonat, und ich habe das sofort alles ausgenommen. Ne? Und wer die Seiten verfolgt, hat gemerkt, auf einmal, ich habe früher jede Story von ihm repostet, vom Kidshacker, ne? Und in die Story Highlights abgespeichert. Mit dem habe ich aufgehört. Weil sobald eine von den Mädchen drinnen ist, mache ich das nicht. Prinzipiell nicht. Auch nicht verpixelt. Jetzt noch immer nicht mehr? Nein, immer noch nicht. Okay. Also nur Stories von ihm oder wenn er irgendwo ist, wo halt keine von den Prostituierten zu sehen ist. Ne? Ja. Weil ich würde entwickeln nicht, ich verstehe es auch, wenn sie das nicht ja, wollen. Ne? Ja, wie du mir ja, das gesagt hast, das werden wir auch nie kommen, weil ja. Die haben irgendwie gesagt, also ich glaube, du hast mir dann erzählt, dass die Prostituierten teilweise Freunde haben, noch in ihre Heimatländer und das halt nicht wollen, dass es länger als 24 Stunden oder so genau, die online ist. Die Abmachung ist eben nicht in der Story, Satz 3, aber die wird halt gleich wieder ausgelöscht. Ne? Das ist was Kidshacker und Wish Sepper mit die Frauen haben. Das ist anscheinend die Abmachung, was die haben. Ja, und das kann man ja, wenn man es weiß, dann kann man sie respektieren. Ja, und habe ich auch sofort gemacht. Ja. Er hat mir natürlich sofort eine Timeline angegeben. Er hat gesagt, wenn es in 24 Stunden nicht erledigt ist, dann kommt die Anzeige. Da habe ich mir gedacht, ja, in Ordnung. Ne? Sofort ist es nie mehr passiert. Ja, und ich glaube eben, dass der Recycle ihm das gesagt hat und der Sepp jetzt von Haus aus dagegen ist, prinzipiell. Prinzipiell wieder Bushido, er ist Anti, ne? Egal welches Thema, ich bin Anti. Ja, ich glaube auch, also, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ist der Wish Sepper, glaube ich, so ein bisschen der Filter vom Seppi. Und ja, aber ich meine, deine Seiten ist jetzt wirklich rasant am Wachsen und ich habe noch immer die Vermutung, dass wenn der Sepp, weil heute hat er erst eine Story gepostet von so 5-10-jährige Buben, die ihn umzingelt haben beim Auto und das hat ihm ziemlich taugt, so sehr die Fans. Ja. Hat er gesagt, mitten in Leibniz. Ich kann so, was ist das? So, ist ein schönes Gefühl, wenn man einfach Fans hat. Und ich glaube noch immer, dass der Seppi das sehr gern hätte. Nein, ihm taugt das sicher. Die Aufmerksamkeit taugt ihm sicher, weil sonst fährst du nicht mit einem BMW herum, mit neongrüner Aufschrift, wo Erotik auf das Leibniz oben steht. Ja. Wenn es das Auto, jeder kennt das Auto. Wenn es das Auto ist, jeder kennt das Auto. Ja. Jeder weiß, dass er das ist. Ja. Und das taugt ihm. Es taugt ihm, wenn die Leute ihm grüßen. Ich meine, der Seppel ist von jedem, der ihn jemals persönlich getroffen hat, ist der Sepp als extrem freundlicher und netter, lieber Mensch beschrieben worden. Ich habe nämlich, seit ich die Videos post, gell, ja, habe ich vor ein paar verschiedenen Leuten in meinem Umkreis halt so gehört, ja, wer ist der Typ und wieso feierst du denn so? Und das ist, ich hab's, vielleicht habe ich einen oder anderen Fehler gemacht, aber was ich halt persönlich will, ist weder, dass ich am feiern, noch, dass ich am verteifle. Und dann habe ich so ein Video gemacht, einfach meine persönliche Meinung über den Seppi. Und dann habe ich einfach gesagt, er hat halt die eine Kontroverse, was er hat, ist, dass er Zuhälter ist. Weil alles andere kennt man ja von mir. Er ist ja ein Mensch wie jeder andere. Er ist halt ein bisschen crazy, aber... Aber er hat einerseits das, was ihn viel anziehend macht und interessant macht, sonst hättest du auch nicht so einen Erfolg mit seiner Meme-Page.
Andererseits hat er halt das eine Ding, was offensichtlich kontrovers ist. Aber... Ja, aber ganz ehrlich, scheiß dich nicht an. Was... Bitte. Was... Prostitution ist das älteste Geschäft auf der Welt. Er ist ja direkt zuhörend. Er ist ja nur derjenige, der... Ja. 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 Mutmaßlichen Freunde der Prostituierten, die Damen zu ihm vermitteln. Die sind ja alle vernetzt untereinander. Und da gibt es vor in den Heimatländern, zum Beispiel Rumänien, die muss die Damen eben verführen, sagen, ja, du hast einen guten Job in Österreich, du musst aber nicht als Putzfrau arbeiten, keine Sorge. Ja, am Papier. Ja. Am Papier. Nein, der Säbel nicht. Das hörst du gerade so wurscht. Shady an. Nein, aber in Wirklichkeit... Weder noch. Ich würde es journalistisch machen. Ich will einfach nur die Tatsachen präsentieren. In einem unterhaltsamen Format. Ja, es ist halt so. Wo kommen die Frauen her? Aus Rumänien, aus dem EU-Raum in der Regel. Ne? Aus Ungarn, aus Rumänien und so weiter. Sicher haben die das gleiche Leben wie der Durchschnittsmensch in Österreich, wenn man es jetzt finanziell betrachtet? Nein. Aber es kann mir keiner erzählen, dass das der einzige Ausweg für die Frauen ist, dass sie sich prostituieren. Ich glaube, das glaube ich nicht. Aber, ja sicher, aber trotzdem könnten sie es anders auf. Sie verdienen halt nicht so gut. Als Prostituierte, du verdienst sehr gut. Ja? Bin ich mir sicher, dass die gut verdienen. Und es ist halt einfach verdientes Geld. Weil sie gehen da hin, schlafen mit den Leuten. Dafür verkaufen sie halt ihren Teil ihrer Seele. Manche Leute kennen das, manche kennen das nicht. Das ist halt eher überlassen. Ja, voll, ist eh ihre Entscheidung. Und ich finde es besser, dass es legal ist als illegal. Weil es passiert so oder so. So ist es. Und wenn es illegal ist, dann haben die halt gar keine Rechte mehr. Weil jetzt haben sie wenigstens ein bisschen an Schutz. Genau. Aber im Endeffekt ist es ihre eigene Entscheidung. Meistens, ich glaube halt, weil bei Ostasiatinnen bin ich mir nicht sicher. Da ist die Frage. Das ist dann halt die Frage. Ob das einfach reiner Menschenhandel ist. Das ist die Frage. Aber ich finde, es ist wichtig, auch für die Gesellschaft, dass sowas gegeben ist. Auch für behinderte Menschen, ja, die vielleicht so keinen Sexualpartner hätten. Ich finde, Sex ist was jeder Mensch braucht. Das ist sogar ein gutes Argument. Ja, ich finde es schon. Das ist wirklich ein gutes Argument. Weil jeder Mensch, das ist nicht, jeder Mensch braucht Sex. Sex ist, finde ich, ein Grundbedürfnis, das erfüllt werden muss. Ja? Und behinderte Leute oder Leute, die einfach aus was für einem Grund auch immer nicht so mit einer normalen Frau ohne Entgelt schlafen können oder wollen oder was weiß ich was, ja, die können dort hingehen und können dieses Bedürfnis erfüllen. Der Sepp, die Laufhausbesitzer vermieten ihre Zimmern, verdienen auch Geld. Der Konsument, der kriegt den Geschlechtsverkehr, der kriegt seine Bedürfnisse werden erfüllt und die Frauen werden hoch bezahlt für ihre Arbeit, ja, und kriegen das, was sie wollen. Und wenn alles so abläuft, wie es ablaufen soll, werden die nicht ausgenutzt, in der Regel. Ja. Sicher wird es schwarze Schafe geben, sicher wird es es ist ein bisschen eine Grauzone, das Ganze. Ich glaube, es ist. Alle die Argumente finde ich eh fair. Ich finde, dass das wahrscheinlich ein bisschen branchenabhängig ist, weil in jeder Branche geht was schief. Also läuft etwas nicht so, wie es laufen sollte. Mhm. Und wir haben gerade vorher vom Uhrenhandel geredet, gell? Ja, genau. Ich war früher Uhrenhändler. Und die Branche, da sind mehr schwarze Schafe als zum Beispiel in jeder anderen Branche, was ich mir jetzt auf die Schnelle einfallen lassen kann. Sagen wir im Filmbusiness ist auf jeden Fall mehr schwarze Schafe als da. Und ich glaube, in der Prostitution, das ist eins von den Geschäften, wo die meisten schwarzen Schafe sind. Es geht. Aber wissen du es nicht, ist auch noch mein Gefühl. Ist auch noch mein Gefühl. Nein, da wirst du sicher recht haben. Ne? Ja. Wirst sicher recht haben. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass man halt darüber reden kann und dass es kein Tabu ist. Weil sobald es ein Tabu ist, dann entsteht sowieso irgendein Mythos drumherum. Und ein Mythos basiert ja nie auf Tatsachen. Es basiert auf irgendwas, was
übertrieben ist. Und es geht ja nicht weg. Es geht ja nicht weg, weil es illegal ist. Es ist nur komplett dann in die Illegalität verschoben, das und Ganze. Und dann reden nicht drüber und das wollen wir nicht hören. Genau. Und es existiert ja trotzdem weiter. Dann hast du halt einen Strich. Dann hast du irgendwo einen Strich, wo die Zuhälter sind, wo du mit dem Auto vorbeifährst, wo die Frau einsteigt ins Auto und nie mehr gesehen wird. Oder wo der Zuhälter dann die Frau da schlägt oder was weiß ich was, weil es ist eh schon wurscht, weil es ist alles illegal. Ja. Dann gibt es keinen Ansporn mehr für die, was jetzt Laufhausbesitzer sind, wo es dann Zuhälter wären, ja, das in irgendeiner Art und Weise auf einen legalen Weg zu machen. Ja. Jetzt kann man das als legitimes Geschäft führen, ja, und es gibt einen Anreiz dafür, dass man das rechtskonform macht, das Ganze, dass man die Rechte der Frauen schützt. Und dann ist dieser Anreiz komplett weg, weil das ist sowieso illegal. Wieso soll die dann die Frau fair behandeln? Wieso soll die es nicht ausnutzen? Jetzt aus der Sicht von einem Zuhälter gesehen, ja? Mhm. Weil ich breche sowieso das Gesetz. Wieso soll die dann nicht das meiste für mich ausholen, was geht? Ja, ey, ja? Stimmt, ja. Voll, deshalb, voll. Deshalb das illegal zu machen, ist meiner Meinung nach der ganz falsche Weg. Es geht nicht weg. Es wird nie weggehen. Nein, es hat es immer schon gegeben, es wird es immer gehen. Und schauen noch in die Länder, wo Prostitution illegal ist. Ja, dann wird es ganz brutal. Ja, es gibt's genauso. Es gibt ja dort auch. Es geht ja nicht weg. Eins von den ärgsten Sachen, die ich gehört habe, ist zum Beispiel in China, weißt du, wie viel Leid pro... Das muss ich nachschauen, ob es pro Tag ist, weil ich glaube, es ist pro Tag und das ist dann richtig... Nein, pro Jahr. Aber das ist noch immer extrem brutal. Wie viele Menschen in China offiziell pro Jahr verschwinden? Spurlos. Ja, ja. 1 Million Menschen. Ja. Jedes Jahr. Und die meisten davon sind Frauen und Kinder und die meisten davon für den Menschenhandel. Mhm. Und werden halt ausgebracht oder irgendwo eingesperrt. Besonders viele Leute sind auch die, was aus Nordkorea flüchten. Mhm. Die flüchten ja meistens über China, weil die Grenze zu Südkorea ist ja ein reines Minenfeld, das überlebst nicht. Ja. Und ganz viele von diesen Flüchtlingen werden ja auch verkauft dann in die Sklaverei, einerseits als Hilfsarbeiter irgendwo bei irgendeinem chinesischen Bauern oder eben auch in die, ganz viel bin ich mir auch sicher, in die Prostitution. Ne? Ja. Da kann man sehr, die Naomi Park ist zum Beispiel die kennen eine Fülle. Das ist zum Beispiel sehr interessant, die hat ja unzählige Podcasts auch schon gemacht. Also wenn man sich dafür interessiert, das ist die richtige, wo man zuhören kann, die hat das alles miterlebt. Ja, ich habe letztens erst so einen Clip gesehen, wo sie beim Andrew Schulz war, kennst du ihn? Da hat sie gesagt, wie so ein Jahr in Nordkorea abläuft und dann hat sie irgendwie mit Sommer angefangen, also was sie essen, gell? Hat sie gesagt, ja, im Sommer essen wir viel Insekten und viel, was schon mal gestört ist. Ja. Aber die haben halt nichts zum Essen und haben halt keine Agrarindustrie oder was auch immer. Und dann essen sie halt viel. Oder dann im Herbst werden viel von den Pflanzen nicht mehr so giftig, dann können sie die essen. Dann irgendwie vom Winter hat es geredet, das fermentiertes Zeug und so weiter essen. Kannst du vorne auch vorbeigehen, ist wurscht. Und im Frühling hat sie gesagt, und im Frühling sterben wir. Ja. Weil da ist, weiß ich nicht, aus irgendeinem Grund, weil das Essen dann ausgeht oder was eben. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen vom Seppi abgedriftet. Ja. Aber auf der Seb. Prost. Wir müssen ihm dann auch noch kurz interviewen machen. Kids Ecke Leaks ist sehr erfolgreich. Resoniert sehr. Du hast, was du vorher gesagt hast, wo ich eine andere Meinung habe wie du. Du hast gesagt, dass Seppi macht die lustigsten Inhalte. Mhm. Und ich habe angefangen, also der Lou hat mir die Beiträge vom Sepp immer geschickt. Und am Anfang habe ich ihn nicht ausgehalten. Ich habe immer gesagt, wie ist das? Ich habe Angst vor dem Typen, weil ich wirklich ein ungutes Gefühl kriege bei ihm. Er wirkt nämlich so, als würde er jeden Moment explodieren können. Ja, das kann er, glaube ich, auch. Das ist, glaube ich, ein richtiges Gefühl bei ihm. Und dann irgendwann bin ich halt auf den Geschmack gekommen. Es wäre ein guter... Ich wollte gerade sagen, ja. Oder wie eine Zigarette. Yes. Und dann habe ich halt deine Seiten entdeckt und ich habe mir dann auch gedacht, warum macht niemand halt Memes über ihn? Das muss ja irgendjemand... Extreme Marktlücke.
Ja, komplett im Marktlücke. Darum geht es ja, glaube ich, auch so auf. Und dann habe ich deine Seiten entdeckt und er mich geschickt und dann haben wir uns die ganzen Sachen hin und her geschickt und ich bin gestorben. Ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht, endlich. Und dann habe ich mir gedacht, der Typ ist ja voll dahinter. Weil ich habe nur so ein, zwei Memes halt zufällig irgendwo entdeckt. Mhm. Und habe die geil gefunden, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass jemand das regelmäßig macht. Mhm. Wie viel Zeit geht denn drauf für die Produktion? Ja, also die ersten paar Wochen habe ich ja dreimal täglich postet. Okay. Da habe ich ja wirklich voll Gas gegeben. Also wirkliche Beiträge ausgepostet, oder? Ja, ja. Ja. Halt auch mit Memes und Zusammenschnitte, mit meinem begrenzten Wissen, was ich halt so zusammengebracht habe. Mittlerweile poste ich alle paar Tage einmal einen Beitrag, ne, und wenn es halt passt, der Story. Also es ist weniger der, ich habe mir selber ein bisschen zu viel Druck gemacht und habe mir gedacht, ja, jetzt schaue ich, dass ich den Content aushau, das ist, aber mittlerweile, wenn ich was Lustiges habe, ne, dann haue ich es aus. Ich finde es gut, so, wenn ich eine Idee habe. Ich finde es auch besser. Also, mir haben auch viele Leute geschrieben und sie gemeldet dann irgendwann, haben gesagt, es ist zu viel schon. Es ist schon, geht schon ein bisschen, es ist schon lässig ein bisschen. Okay. Und dann, ja, da ist mir ein bisschen zwischendurch die Freiheit vergangen an dem Ganzen, weil ich mir selber ein bisschen Druck gemacht habe, obwohl es eigentlich komplett unnötig ist, mir selber einen Druck zu machen in der Hinsicht. Aber ich wollte es halt gut machen und auch für die Leute, dass die Leute interessiert bleiben dran. Ich wollte nicht, dass die Seiten stirbt. Ja. Und ja, aber jetzt habe ich einen besseren Zugang. Einfach, wenn es passt, wenn es mir Spaß macht, wenn ich wirklich was Lustiges habe, dann hau es aus. Oder wenn ich eine lustige Idee habe für ein Meme oder für einen Zusammenschnitt, dann hau's aus. Ja. Das passt mir besser so. Zwei Sachen. Das eine ist, dass ich bei Instagram und generell bei sozialen Medien extrem viel reduziert habe. Einfach für mich persönlich, weil ich nicht so viel konsumieren wollte und mehr produzieren wollte. Und dann sind nur noch ganz wenig Sachen überblieben. Und da merke ich aber, welche die wirklich guten Sachen sind. Und eine von den Sachen, die, wo ich alles immer geschaut habe, war deine Seiten. Und die habe ich ganz früh entdeckt. Ja, danke. Das ist schmeichelnd. Und das Zweite ist, ich finde es jetzt nämlich, weil ich kenne es halt von mir und Lou, deine Freundin halt von mir, den ich ja schon interviewt habe, ist, wenn jetzt etwas kommt von dir, dann wissen wir, es ist wichtig. Weil wenn ich eine Story von dir sehe oder einen Beitrag von dir, dann weiß ich, okay, ist irgendwas passiert. Ich bin sogar ein bisschen nervös, teilweise. Ja, das ist schön. Das habe ich mir nicht gedacht, dass es so hoch gewichtet wird bei manchen Leuten. Ja, wirklich. Aber ich glaube, bei mehr Leuten, als du glaubst. Ja. Ich glaube, man sieht dich sowieso. Ja. Ja, was sehr interessant war wie die Gerichtsverhandlung war. Wo er die gehabt hat, das war unglaublich für mich. Da war echt nervös. Ja, das war wirklich. Zufälligerweise hat mir eine treue Followerin, sie weiß eh, wer sie ist. Okay? Also wirklich ein Top-Fan. Du hast so deine Spione. Genau, ja, ja, die ist zufällig ein Spion geworden. Ne? Die ist zufällig dort beim Landesgericht mit dem Auto oder mit der BIM vielleicht runtergefahren, weil sie irgendwo hat hin müssen, ne? Und hat ihn gesehen und hat ihn gefilmt. Und hat ihn gefilmt, wie er reingeht. Top. Ne? Und dann hat sie ihn, zufälligerweise ist sie dann heimgefahren und hat ihn nicht genau dabei erwischt, wie er wieder rausgeht beim Landesgericht. Hat die gleiche Dame war das, die mit. Ach so, Timing her. Vom Timing her. Hat ihren Termin gehabt dort und komplett zufällig ist sie wieder heimgefahren und hat das wieder gefilmt, wie er rausgekommt. Ne? Stimmt. Aber, und wie, ja, sie, mir früh, das, früh, wie früh. Sie mir das geschickt hat, habe ich gedacht, ja, wurscht. Ich sage ihnen einmal, sie sollen sie einsetzen. Vielleicht hat ich kurz überlegt, soll ich jetzt gehen, soll ich mich einsetzen. Aber von da bis eine ist wahrscheinlich schon alles vorbei dann, ne? Bis ich den Raum dann gefunden habe. Aber filmen und darf man nicht drin, oder? Darf man nicht, ne? Okay. Aber halt einfach, dass du dabei bist, ne? Und dass du weißt, was los ist. Und dann habe ich halt, habe ich in der Story gepostet, ja, eine, ne? In den Gerichtssaal, geht schon. Alle Kitzeger Likers jetzt in den Gerichtssaal. Und es haben sie wirklich dann zwei Leute eingesetzt und haben sie das angehört und haben mir davon berichtet. Wirklich? Dann, ne? Also das war genial. Das sind
weiterhin, ihr wisst auch, wer ihr seid und ihr seid weiterhin meine Überhelden für das. Das war genial. Das war wirklich genial. Ich habe ja einmal, das war relativ am Anfang, da hat der Sepp nichts gepostet gehabt. Ne? Mhm. Und da haben wir, da habe ich dann eine Fragerunde gemacht, wo ist der Sepp, wo ist er? Ne? Mhm. Und die Leute haben gesagt, ja, im Häfen dort und verhaftet worden und was weiß ich was. Und dann war ich so gespannt, dass ich dann, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, ich habe dann angerufen bei der Polizei in Leibnitz und habe halt die Kriminalpolizei verlangt und habe mich ausgegeben als ich weiß nicht, Benjamin Kitzecker oder so. No, und habe gesagt, nicht. Ja, und hab halt gefragt, ja, mein Onkel, der Sepp, der ist, ich weiß nicht, wo er ist und die Leute, die Gerüchte hast, er ist im Häfen. Ne? Aber war er dann eh nicht. Die haben dann gesagt, sie haben gesagt zu mir, nein, wir wissen nichts. Wenn er im Häfen wäre, würden wir es höchstwahrscheinlich wissen. Aber wir haben uns selber schon gewundert, wieso er nichts postet auf Instagram. Nein, das haben wir nicht. Gesagt, ja. Das war einer der Highlights. Das muss ich drin lassen, tut mir leid. Das ist der Seppi oder ja sicher, der ja. Polizeifans. Der ist ja, der liebe ist Polizei Leibniz, es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid für die Scharade, aber es hat sein müssen. Bitte seid so nicht besser. Ich glaube, das lassen uns da durchgehen. Ja, ich hoffe, es sind gemütlich. Ja. Das heißt, sag mal, an einem durchschnittlichen Tag, wo etwas passiert, was ja. würdig ist zu posten, wie viel Zeit glaubst du, geht dort drauf? Für ein Seppi? Ja, eineinhalb Stunden okay. ungefähr. Kommt davon, was ich mache. Wenn ich einfach ein Video poste, was mir die tollen Leakers zuschicken, dann das dauert 5 Minuten. Wenn ich ein Rohmaterial habe von ihm, so wie das, was ich letztens postet habe, war viel Restfett noch war und gesagt, er hat 15, 16, 17, 18.000 Euro versoffen und Schädelung gehabt. Ja. Das dauert 5 Minuten. Ne? Wenn ich jetzt, da habe ich dann andere Sachen oben, wie zum Beispiel das Josef Fürpass und Arnold Schwarzenegger Training Motivation Video, das sind halt dann, da sind halt 100 Schnitte drin. Da sind sie dann halt an dem einen Video 1,5 Stunden. Okay. Oder was, ne? Aber. Aber das ist halt direkte Arbeit und die Hirnarbeit, also die Nachdenkarbeit und wo du die mit, also persönlich also mit ja, dem Thema. Also dann ist schon mehr. Ist ja dann ist schon eigentlich. Mehr, ja. Dann ist schon mehr. Ich komme zu dir noch ganz am Schluss wegen den Fanfragen. Ist nur eine Frage. Was ich nachfragen wollte, ich habe das aber jetzt nicht vergessen. Ich glaube, ich brauche noch ein Bier. Mir ist so warm. Ja, Simon, bitte. Simon, du kannst, ist egal. Ich mache eine kurze Pause. Ich habe immer einen Gust auf einen Chick. Und wenn ich dann rauche, dann ist es nichts eigentlich. Nichts Besonderes, ja. Was ist denn das Endziel, dein Endziel von dem ganzen Projekt? Dass der Josef Fürpass mein bester Freund wird. Ich will mit ihm trainieren und saufen. Ja. Und Kaffee trinken gehen. Okay. Das ist mein Ziel. Das war okay. Von Anfang an das Ziel. Ja. Das ist mein Endziel. Also tust du auch, weil du hast ja gesagt, du tust Boxen. Habe ich vorher mitgekriegt. Tust du Fitnessstudio ganz regulär auch? Ja, wenig. Ja. Wenig. Aber einmal die Woche mache ich Krafttraining auch. Okay. Und wie glaubst du denn das, wenn du mit dem Sepp ins Fitnessstudio gehst? Weil, also er wirkt so, als würde für mich, keine Ahnung, wirkt so, als er würde reingehen, zieht sich das T-Shirt aus und sagt, gehen wir 130 auf der Bank. Ja, 140. 140 mittlerweile, ja. Stimmt. Mit der hinteren Schulter. Mit der hinteren Schulter. Und vorm Saufen. Ja. Ja. Ja, aber das wäre brutal mit ihm, ne? Das wäre, ja. Ich glaube, er hat da bestimmte Supplemente dann, glaube ich, bei der Hand. Das ist eine Fanfrage, die oft vorkommen ist. Ja. Die ist oft vorkommen. Wer das nicht weiß, der ist gar keine Frage. Ich meine, der ist jetzt 50 Jahre alt, sauft jeden Tag. Dann, wenn wir bei dem Thema mal sind. Was außer Frage steht, ist, seine Bauchmuskeln sind nicht echt. Das ist, steht einmal, ja. Nein. Die Booster, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall. Glaubst? Ja, 100%. Also, das sieht man. Das weiß man. Komplett fake? Ja, ganz aber sicher. Also, die Fettabsaugung ist ja dokumentiert. Die Fettabsaugung ist dokumentiert. Aber da meinst du so zusätzliche Implantate drin, oder? Ja, die hat sicher Implantate drin, ganz sicher. Okay. Ganz sicher. Das ist, sie sind ja immer da.
Das stimmt, sie sind ja immer da. Das stimmt. Und das gibt es nicht. Das gibt es nicht, wenn du, ich meine, das gibt es schon, aber nicht so wie er lebt. So wie er lebt, gibt es das nicht. Mhm. Da bin ich mir sicher. Die Brust weiß ich nicht. So eine wilde Brust hat er nicht. Das, das also weiß bei, der, ich nicht. Bei der Brust finde ich es, wenn er gewisse Supplementierungen nimmt, die teilweise, also in, je nachdem in welchem Land man lebt, illegal oder legal sind, ja, dann glaube ich, dann glaube ich an die Brust schon, vor allem mit die 140, die ja dreimal. Ja, es ist nicht ohne. Mit Supplemente oder ohne, es ist nicht schlecht. Es ist stark. Es ist nicht schlecht. Für sein Alter, das muss man bedenken, er ist keine 20 Jahre alt, ne? Nein. Also er ist schon ein Hund. So ist es nicht, er ist schon ein Hund. Aber die, die, das mit dem Bauch, das sehe ich zum ersten Mal, aber jetzt, was du sagst, macht viel Sinn. Ja, das ist halt was anderes. Der Brustmuskel, der entwickelt sich ja gleich mal. Ne? Mhm. Den siehst du ja auch gleich mal im Brustmuskel. Aber die Bauchmuskeln, dass du die, so wie er es hat, das so stimmt, definiert ja haltet, ja, da gehört mehr dazu. Mhm. Du musst das, du musst ja viel mehr spezifisch trainieren, ja, ja, und viel lokaler die Muskeln ansprechen. Ja. Erstens, wo sie nicht glaubt, was er macht. Weil ich, er geht einfach rein, wie du sagst, sieht das Leiberl aus, 140, dann tut er, keine Ahnung, Füße trainieren und geht heim. Ne? Mhm. Der hat da, der ist oldschool. Man sieht da nie Bauch trainieren. Es gibt ein Video, als Beweis. Es gibt ein Video. Aber anscheinend hört er das öfter, weil er hat das so demonstrativ gemacht. Sicher öfter. Der Herr Lang, glaube ich, war das, der ihn da beschuldigt hat. Irgendeinen Namen hat er gesagt in dem Video, ich habe es gepostet, ja, wo er den Bauch trainiert. Ne? Genau, irgendwas hat er gesagt, von wegen, ich sage, sie trainieren nie Bauch, genau, oder so irgendwas. Und 16 war im selben Fitnessstudio wie er, oder? Im Top Style. Top Style, ja. Leibniz. Und er war das öfter mit einer Dame, die was damals bei ihm gearbeitet hat, das war eine rothaarige namens Cleo, eine sehr sympathische. Und sie, und er hat irgendwie immer nur, er ist eingekommen, hat drei Übungen gemacht, bei beiden so ein paar Sätze und dann ist er wieder gefahren mit ihrer. Ja. Ja. Okay. Deshalb sage ich ja. Eben das und was das andere ist, du musst ja dann auch, wenn du das so definiert haben willst, musst du ja deine Ernährung extrem einschränken für das. Oder gewissenhaft das machen. Ne? Ja. Deshalb, die Bauchmuskeln, das traue ich mir sagen, dass die Implantate sind. Fettabsaugung ist eh dokumentiert, da brauchen wir eh nicht diskutieren. Das wissen wir. Ne? Org. Das wissen wir. Irgendwann poste ich vielleicht das Video mit der Fettabsaugung. Aber das wollt ihr nicht sehen. Nein, das glaubst will mir nicht das? Sehen. Ich weiß es, ich habe es gesehen und ihr wollt es nicht sehen. Ich hab's auch Instagram will es schon gar nicht sehen. Instagram will es wirklich nicht sehen. Vielleicht verpixelt. Ja, ja, wenn du das machst. Ja. Aber was ist dann dabei? Ja, ja, passt. Dann coming soon. Und ja, mit dem Saufen gehen, ich glaube, das ist schon riskanter. Ich hab die genau gleiche Frage einmal in Lu gestellt. Mhm. Ich war auch für trainieren, also ich habe gefragt, entweder trainieren oder fortgehen wieder. Ja. Ich war für trainieren. Der Lu war für fortgehen, nur da, ich weiß nicht, da vertraue ich ihm nicht so. Mit Alkohol. Glaube ich nicht. Nein? Ich glaube, dass er ein super Typ ist. Ich glaube, dass er, auch wenn er angesoffen ist, ich meine, deppert werden brauchst du nicht. Nein. Ich glaube, da Rafferei kannst du schon provozieren mit ihm, so ist es ja nicht. Aber wenn du sie nicht aufhörst, glaube ich, wenn du sie normal verhaltest und ihm nicht irgendwie häkelst oder was, glaube kaum, dass das ein Problem ist. Aber ja, übers Trainieren geht nichts. Ne? Ja. Also das, das stimmt. Das ist für mich das Beste, was du mit ihm machen kannst, ist trainieren. Genau. Ja, also die Motivation ist da top. Das kann keine Musik und kann gar nichts. Kein Motivationsvideo erreichen, was der dir gibt, glaube ich. Kommt nicht so wie. Nein. Nix. Kommt nichts so wie. Das heißt, dein Endziel ist, du willst sein bester Freund werden. Genau. Was schwer zu erreichen ist, weil er ist schon 57 Jahre alt. Das stimmt. Aber, und also mein Endziel davon ist, dass wir ihn halt am besten gleich da auf die Couch setzen und wäre cool, wenn wir ihn zu zweit interviewen könnten mit einem größeren Filmteam. Das wäre ein Traum. Ne? Schön das ausgleicht, Traum. Zwei Kameras, ein bisschen ein Publikum. ORF live, ne? So 2015. Sowas. Oh ja. Ja, schauen wir. Ja. Schauen wir, wo es hinführt. Problem ist meiner Meinung nach die ganze Angelegenheit mit den Frauen. Ne? Das hat er anscheinend in den falschen Hals gekriegt. Und selbst falls du das siehst,
Ich poste die Frauen nicht. Mir ist das einmal gesagt worden, dass ich das unterlassen soll. Ich habe sofort unterlassen und ich mache es nie mehr. Ich habe es seitdem nicht mehr gemacht und ich mache es nicht mehr. Ich will euch keine Probleme machen. Ja? Ich bin ein großer Fan von dir. Ja? Ich finde das super, was du machst und ich will euch keine Probleme machen. Das ist nicht meine Absicht. Das will ich überhaupt nicht. Ich bin komplett kooperativ und ich glaub, dass das auch dem Sepp die Seiten sehr viel bringen wird. Und stell dir vor, wenn der Sepp da mitarbeiten wird bei der Seite, was man alles machen könnte mit ihm, ja? Wie man da in Szene setzen kann. Alter, wenn der eine Medienproduktion hinter sich hätte. Fan-Treffen, ja, Events beim Foodgame mit dem Kids-Ecker. Ja, Livestream, alles mögliche, Fragerunden, ja. Top. Also ich bin mir sicher, Fanfragen, ja, ohne Meet and Greet. Ich bin mir sicher, dass wir das, was der Walter Demmer erreicht, ja, mit seiner ATV-Serie, dass wir eine Kitzecker ATV-Serie mit der Mitarbeit vom Sepp persönlich ohne Probleme, dass das ohne Probleme funktionieren wird. Das Interesse wäre auf jeden Fall da. Mm. Ich bin mir sicher, dass es genug Leute gibt, dass sie das anschauen wollen. Du denkst groß, ja. Das taugt mir. Ich denke groß, aber ich denke gar nicht so groß. Ich glaube, dass das. Das ist das Minimum eigentlich. Das ist das Minimum. Das ist, was sein muss. Nein, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass der Wille da ist von den Leuten und dass die Leute das schauen würden. Ich glaube, das ist sofort. Weil leicht. Ja. Leicht, sowas auf die Art. Auch das Ganze jetzt, was wir da machen, ist komplett einfach das ganze Ding. Mir hat letztens irgendein Wiener Freundin gefragt, was ist das überhaupt, was du da machst? Und ich habe gesagt, das ganze Ding schreibt sich von selbst. Ich mache nur das, was gemacht werden muss. Es ist schon da. Ja, er macht es. Ja. Es ist sein Leben, er macht es. Wir leben nur drin. Genial. Es ist seine Welt, wir leben nur drin. Ja. Ja? Er ist genial. Er kennt keinen Chef. Er ist der Chef. Er ist der König. Er ist der Boss. Prinz von Leibniz. Er ist der Prinz von Leibniz. Er ist der King von Leibniz. Er ist ein Halbgott. Ja, meiner Meinung nach. Ohne, dass wir mit feiern, weil wir extra gesagt, ich feiere haben und das stimmt nicht. Nein, wir feiern eben nicht. Nein. Wir sind da rein objektiv. Ja. Aber und auch das unbeflusst, sind Tatsachen. Ne? Unbeeinflusst von Alkohol und Enthusiasmus. Auf jeden Fall. Nein. Ich kenne Alkohol, trinke ich sowieso nie. Habe ich auch noch nie. Stimmt. Ich hätte dann gesagt, oder hast du noch irgendwas Wichtiges, was du... Eine Sache habe ich noch, bevor wir zu unseren Sekundärgästen, die genauso wichtig sind, kommen, zu unseren weiteren Gästen. Ich habe ein Minisegment noch, ich habe nämlich eine Story gepostet und ich habe gesagt, am Samstag interviewe ich Kitzecker Leaks, habt ihr irgendwelche Fanfragen, die besten drei Fragen kommen ins Interview. Um ehrlich zu sein, ich habe nicht so eine Reichweite wie du und die meisten Fragen, die ich gekriegt habe, die 90% dein Publikum waren, die übergelaufen sind zu mir, weil du immer meine Reels repostest, waren nicht gut. Ich würde auch gerne hören. Ich kann auch alle vorlesen, ja, wenn bitte. Du willst. Okay, ich lese da alle vor, falls ich dir noch finde. Überraschend viele Leute haben geglaubt, dass du der Sepp bist. Das waren größtenteils meine Leute, muss ich zugeben. Liebe Grüße gehen raus an DJ Hennessy, der unter jedem meiner Posts kommentiert, dass es ein tolles Foto ist und liebe Grüße von ihm. Liebe Grüße zurück. Aber ich bin leider nicht der Kitzecker Sepp. Okay. Um das klarzustellen, lieber DJ. Aber schaut auf seiner Seite vorbei. Er gibt sich Mühe. Das ist ein großes Missverständnis, dass du Sepp bist. Ja. So, wie schaue ich das jetzt noch? Ja, ich weiß nicht. Das liegt nicht auf meiner Seite. Ich mache das, glaube ich, schon sehr klar, dass ich nicht der Kitzecker Sepp bin. Ja, du machst das klar. Das ist eindeutig. Ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne ist noch nicht so groß. Gut, fangen wir mit der ersten Frage an, oder? Die ersten drei sind vom Lou, übrigens. Bitte, ja. Erste Frage. Wie kam er dazu, eine Fanseite über Seppi zu machen? Ich glaube, das haben wir geklärt. Das haben wir schon geklärt, ja. Zweite Frage. Was hält seine Freundin / Familie davon, dass er so eine Seite betreibt? Wollen wir sie direkt antworten lassen? Das kann oder? Ich nicht wirklich beantworten. Ne? Ja, willst du einspringen? Bitte, dann bitten wir dich zu Wort. Ich darf dich kurz an Kitzecker Leaks, ich sage absichtlich deinen Namen nicht, Seite bitten.
Also was haltest du davon? Was ich davon halte? Ja. Am Anfang sehr skeptisch, muss ich sagen. Es war am Anfang sehr viel Hype drumherum. Ich habe mir viele Beiträge öfter anschauen müssen. Weil er dir die... Ja, mehrmals gezeigt hat. Es ist auch sehr viel Beziehungszeit draufgegangen, muss ich sagen, am Anfang. Bis spät in die Nacht irgendwelche Beiträge, irgendwelche Memes erstellen. Aber das hat sich mittlerweile gebessert. Ich war nie dagegen. Ich war am Anfang skeptisch. Das schon. Ist glaube ich, eine ganz eine natürliche Einstellung, die irgendwo da ist. Ja. Aber mittlerweile finde ich es gut. Mir taugt es, dass er was macht, was ihm Spaß macht. Das ist sehr gut. Dass er da sehr enthusiastisch dabei ist. Das freut mich. Und dass ich das auch insoweit eigentlich auch unterstütze. Also ich habe jetzt nichts dagegen, weil ja. Es, wie gesagt, es haltet sich in einem guten Rahmen zurzeit, also so zeittechnisch, es bleibt genug Zeit ja, für anderes. Ich meine, das ist eigentlich die perfekte Antwort, weil du unterstützt das, was er macht, aber du schaust halt drauf, dass er jetzt nicht irgendwo abdriftet, was ungesund ist. Ja, genau. Ich meine, am Anfang habe ich ihn schon öfter ein bisschen zurücknehmen müssen oder sagen, das Handy jetzt weg oder das kann morgen auch gepostet werden, ist nicht so tragisch. Ja. Was glaube ich eh klar war, er war sehr enthusiastisch am Anfang und sehr motiviert. Mhm. Aber mittlerweile... Hat es eingependelt? Ja, teilweise machen wir ein paar Beiträge zusammen oder so Ideenaustausch. Du wolltest meine nicht immer posten, aber ja. Aber es ist ja immer gut, dass man eine zweite Meinung hört. Ja, ob er es hören will, ist die andere Frage. Aber ja, nein. Ja, eigentlich sehr. Ich finde gut, dass es ihm Spaß macht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also ich glaube, wenn man von der Sache überzeugt ist, dann sind andere Meinungen willkommen, aber man hält sich trotzdem an seine Leidenschaft, weißt du, wie man... Also ich zum Beispiel für mich, ich bin jetzt auch, das ist eine der Sachen, wo ich das erste Mal einfach, weil ich kriege viel Kritik, vor allem wie ich angefangen habe, davon zu erzählen, meinen Freunden und meiner Familie, habe ich gesagt, ja, da gibt es den Zuhälter und das war alles so obskur und komisch und ich habe gesagt, ich würde gerne so irgendwas machen und meine ganze Zeit da investieren und die haben alle gesagt, okay, und Unverständnis und so weiter, aber ich habe gewusst, ich mache das und ich habe gewusst, es wird zu irgendwas. Und, aber trotzdem habe ich gern gehört, was sie davon halten. Und ja, ich glaube, es bringt in dem Moment auch nichts oder von meiner Seite, wenn ich ihn dann demotiviere oder ihm das ausreden will, weil ich weiß, er wollte das machen. Mhm. Er hat da schon länger überlegt, da irgendwas in die Richtung zu machen und ich glaube, es war klar, dass er es macht, ob jetzt mit oder ohne meine Unterstützung. Und ich glaube, wenn ich mich da dagegen gestellt hätte oder dafür dagegen gesagt hätte, dass das auch ein Streitthema wurden wäre, glaube ich, weil ich sage, das war seine Entscheidung, ist das auch. Und wenn ihm das Spaß macht. Ich war so ein Selbstmord verbinden. Ja, das habe ich mittlerweile gemerkt. Ich hoffe, das Gefühl ist umgekommen. Ja, stark, taugt mir. Das ist sehr gut zum Hören bei ihr her. Und ich habe viel in die andere Richtung erlebt mit Beziehungen, dass einem eine Leidenschaft ausgeredet werden will und es ist nicht gut. Gut, wollen wir weitermachen mit den Fragen? Okay, die letzte Frage von Lou. Ist Seppi ein Sexsymbol für dich? Ja, auf jeden Fall. Okay, das kann man nicht abstreiten, wenn man ihn anschaut. Jetzt mal davon abgesehen, dass sein ganzes Leben auf Sex aufbaut. Ne? Stimmt. Wenn man ihn anschaut. Stimmt, super Punkt. Er ist schon auch von seiner Physik her gewisserweise ein Vorbild für mich. Ja. Ja, und ich glaube auch für sehr viele junge Männer. Ja. Also auf jeden Fall ein Sexsymbol, was ich auf eine Stufe stellen würde mit Schwarzenegger oder in jüngeren Jahren jetzt Gosling oder ähnlichen Leuten. Ne? Auf jeden Fall. Sexsymbol. Nächste Frage. Ich weiß nicht genau, wie man die jetzt interpretiert. Ich lasse die einfach antworten. Ich lese einfach vor. Ja. Wie lang ist er? Das passt zu der Zeit. Die Frage. Ich weiß es nicht. Sehr lang. Ich weiß es nicht. Stimmt gar nicht so, weil auf manchen Videos ist schon sehr definiert sein Glied schon zu sehen. Stimmt. Also aber es gibt das eine Video, wo er mit der roten Badehosen ist und wo er sich dann anstoßt hinten bei der Badewanne. Weiß nicht, ob du weißt, welches ich meine. Das war, ja, schon aber, gut aus. Aber
Was so einfach nur so nicht. Die Haare zurücktut und sagt, er schaut gut genau, aus. Genau, wo er sagt, wow, das genau. schaut so gut aus. Ja. Also, es muss schon ein Gewicht haben, das Glied. Ich glaube auch, weil es gibt ja den Fleisch und den Blut. Ja. Weißt du? Ja. Der eine wird massiv größer und der andere bleibt mehr oder weniger, so wie er ist. Ja, aber der ist ja so, wie er dort war das ja schon ordentliche Lanzen, ne? Was er da an den Tag gelegt hat, was man zumindest gesehen hat. Man sieht es ja auf mehreren Videos sehr, sehr prägnant durch. Und also so wie er geht, glaube ich. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Nächste Frage. Nimmst du Steroide? Das ist einer von denen, ich glaube, du bist der Seppi. Ich nehme keine Steroide. Ob das selbst Steroide nimmt, das weiß niemand. Das ist dahingestellt. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Ganzen auseinandersetzt, dann kann jeder für sich die Frage, glaube ich, selber beantworten. Kleiner Tipp, es ist nicht sonderlich schwer herauszufinden. Es ist schon sehr offensichtlich. Mehr sage ich aber dazu jetzt nicht. Wissen tun wir es nicht. Nächste Frage auch die gleiche. Die Frage verstehe ich nicht ganz. Was ist sein Warum? Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eine Grundfrage. Philosophische Grundfrage. Was ist sein Warum? Das kann viel bedeuten. Was bedeutet das? Was ist sein Warum? Jetzt frage ich dich. Was ist sein Warum? Ich glaube, gehört. Ich glaube, die Frage ist an dich gestellt. Ja, das ist eine von den Fragen, wo die Person glaubt, dass er der Sepp ist, glaube ich. Okay. Und ich glaube, ein Sepp sei, warum ist Geld. Das glaube ich nicht. Nein? Ich glaube nicht, dass ein Sepp sei, warum Geld ist. Was glaubst du? Ich glaube, das ist der Lifestyle. Ich glaube, es ist das, er geht zum Ankerpunkt. Er kann sein Leiberl ausziehen und am Boden liegen und tanzen. Und ihn kennt jeder, wurscht, wo er hingeht. Und er ist eine Persönlichkeit. Ja, das glaube ich. Das ist sein, warum. Sicher, das Geld wird auch eine Rolle spielen, ne? Aber ich glaube einfach, der Lifestyle, das ist sein Warum. Lifestyle, ja. Das ist sein Warum für mich. Ich glaube, ja. Ich glaube auch, ja. Das ist eine Frage von jemandem, der ein Seppi vor dem Video, was wir gerade geredet haben, als Hintergrundbild hat. Schau. Da unten rechts. Ja, genial. Genial. Wie oft war er schon beim Seppel? Also in dem Fall bist du gemeint. Und ich vermute, sein Etablissement ist da gemeint. Noch nie. Einzige Antwort, die du. Okay, da war einer. Nein, aber es stimmt nicht. Ich war schon dort. Weil ich wollte ihn konfrontieren. Und ich wollte mit ihm sprechen, aber er war nicht da. Ich bin gefahren dort. Echt? Bist du eingefahren? Ja, ich bin gefahren Richtung Ham, wo er immer jetzt Ham ist. Ne? Mhm. Und also Richtung Süden, Richtung Slowenien. Das schneide ich beim aus, beim Laufers, ja, ist wurscht. Aber beim Laufers vorbei Richtung Slowenien bin ich gefahren. Ja. Und er ist gerade bei dem Kreisverkehr, wo es dann kommt, sicher eher am Kommen mit dem Auto. Und dann habe ich im Kreisverkehr mit Reifen quietschen, habe ich die Runde gemacht, bin zurückgefahren zum Laufhaus. Und hin und eine und geschaut und das Auto ist nicht da. Und dann bin ich reingegangen und er war nicht da, leider. Habe ich dann nachgefragt, ob er da ist. Dann hat die Dame hat gemeint, sie ist trainieren. Dann bin ich dort noch zum Fitnessstudio gefahren, habe sein Auto auch nicht gefunden. Beim Intro nicht und beim Kleberfit auch nicht gefunden. Und dann habe ich es aufgegeben. Was halt auch ein Problem ist in dem Fall, er trainiert ja oft an der frischen Luft, an der Natur. Ja, das ist ja, halt... Topstyle. Top-Style? Oh, ja, das kenne ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Letzter Zeit auch an der frischen Luft. Ne? Ja. Mit Liegestützen so viel wie geht. Geht was weiter. Die Frage, ich weiß nicht, ich glaube, die können wir überspringen, aber irgendwer hat gefragt, wie oft er schon abgestochen worden ist. Ich glaube, das ist... Ja. Ja. Nein. Das kann man nicht beantworten. Wieso machst du das über den Kitzecker Sepp? Das haben wir auch schon geklärt in der Tiefe. Wer bist du? Entweder man weiß es jetzt oder nicht. So ist es. Schauen wir. Da sind wir uns noch nicht sicher, weil wir vorhin im Auto geredet haben. Wir wissen es nicht. Es ist halt, was ist gescheiter?
Ja. Das wissen wir nicht. Es ist halt schon langsam. Es ist ja auch das Schöne an der Seite, ist ja das Mysterium irgendwo. Genau, genau. Und ob genau. nicht dann eine gewisse Magie verloren geht mit dem Ganzen. Das ist schön formuliert. Das ist die Frage. Alles. Andererseits will ich nicht vom Sepp angesucht werden. Der Sepp weiß ja, wer ich bin. Ja, er weiß ja, wer ich bin. Weil in der besagten E-Mail habe ich ihm ja gesagt, wer ich bin. Ne? Ja. Also er weiß, ja. wer ich bin, er weiß, wie er mich erreicht. Das sollte nicht das Problem sein. Jo. Schauen wir. Schauen wir. Die ehrliche Meinung über Sepp, das haben wir auch schon geklärt. Komplettes Idol. Eigentlich schon. Steckt der mysteriöse Leaker unter einer Decke mit Silvia? Kein Kommentar. Kein Kommentar, wir lassen uns dabei. Respekt halber will ich nicht weiter darauf eingehen. Warum ist der Sepp so breit gebaut? Haben wir auch schon. Ja. Und ich glaube, die letzte Frage, nein, vorletzte, hat der Sepp schon immer so ein legendäres Gesicht gehabt oder hat der danach helfen lassen? Also aber das weiß er, das wissen wir ja. Er hat sich sicher nachhelfen lassen, ja. Im Gesicht, glaubst du? Ja, ganz sicher, das weiß er. Echt? Ja, er hat ja einmal eine Story gepostet, wo er sich Botox spritzen hat lassen. Echt? Von einer seiner Damen, die ist anscheinend in Ungarn oder wo. Ja. Die ist ja in Ungarn Ärztin. Ich habe es nicht gepostet, weil aus Respektgründen, ja, dem Sepp nicht so viel, den Wisch-Sepp, aber dem Sepp gegenüber. Also Botox ist sicher dabei. Es okay. gibt aber auch, ich habe ein Foto, ein altes von ihm, ganz ein altes vor Jahrzehnten, wo er mit seinen Trainingskollegen oben ist. Das könnt ihr auch mal veröffentlichen. Das wäre interessant, ja. Da gibt es auch. Die letzte Frage war wieder, ob du schon mal beim Sepp warst und die haben wir auch schon beantwortet. Ja. Gut, dann, ich glaube, das war's. Das war's. Das war ein interessantes, krankes, aufwühlendes Gespräch. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, es hat den Zusehern Spaß gemacht. Wenn wir jetzt noch Zeit haben, würde ich noch gern den Simon ein bisschen interviewen. Ich glaube, das wird einfach gestört. Ja. Ich stoppe einmal das Ganze. Ich sage einmal danke für deine Zeit, danke für die Gastfreundschaft. Ja, bitte. Lass das laufen, Kleiner. Ich lass gleich laufen. Hast du noch abschließende Worte für die Zuseher? Schaut's vorbei. Rotig auflaufen. Ja, habe ich tatsächlich. Ja. Bitte. Erstens, wir halten, was andere versprechen. Und zweitens, es ist einen Besuch wert. Mehr eigentlich nicht. Okay. Und bitte meldet nicht meine Beiträge. Ja, mehr nicht, das war's. Passt. Zusatzfrage, die ich vergessen habe. Wie bist du auf den Namen gekommen, Kitzecker Leaks? Das ist ganz einfach. Es gibt auf Facebook die Gruppen Leibniz Leaks. Das ist da kann man einposten, wenn man sein Code verloren hat. Oder das ist halt so eine Gemeinschaftsgruppe in Leibniz. Oder sein Kind verloren hat oder einen Mechaniker braucht oder keine Ahnung was, oder Info braucht, wie lange ist die Straßen XY noch gesperrt, solche Sachen. Und von dem ist das eigentlich herkommen. Ne? Okay. Und die Ableitung ist relativ simpel dann. Ja. Von Leibniz Leaks auf Kitzecker Leaks. Und es ist passend eigentlich. Es ist perfekt. Ja, vor allem mal eben durch die Geschichte wie mit der Silvia, ne, die ganze Geschichte und dann auch die, was nochmal mit der Silvia, mit der Gerichtsverhandlung und so, ja. Ist das eigentlich passend? Ja, da ist noch eine Frage. Nur ganz kurz noch zu dem Ganzen, wie du das aufgezogen hast. Hast du irgendwelche Änderungen vorgenommen, so ganz kleine Sachen wie zum Beispiel das Profilbild oder die Beschreibung vom Instagram-Kanal oder so irgendwas? Oder war das von Anfang an gleich? Nein, das war immer gleich. Okay. Das war von Anfang an gleich. Glaubst du, geht die Silvia-Story noch weiter oder ist sie vorbei? Ich glaube, die ist vorbei. Okay. Ich glaube, dass die Silvia Story vorbei ist. Also wenn er einen gescheiten Anwalt hat, dann wird der nicht in Berufung gehen, weil es sinnlos ist. Ne? Wenn sich jemand auskennt damit, in der Regel, wenn das Strafgericht sagt, nein, dann hat sie die Geschichte. Und was soll es sonst tun? Und selbst wenn sie weitergeht, erfahren wir nicht darüber. Wenn wir nichts erfahren darüber. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Ich glaube, dass die Silvia das Land verlassen wird.
Glaubst du das? Ja, auf jeden Fall. Sie hat es ja versucht. Sie hat ja versucht, das Land zu verlassen. Ne? Aber was ist deine Meinung dazu? Weil die ganze Geschichte, ich habe ein Video darüber gemacht und das alles, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, was ist das bitte? Warum hat er, glaubst du, fast 500.000 Euro in bar in einem Bankschließfach im Jahre 2023? Wieso nicht? Okay. Ja. Da stellt sich die Frage, wieso hat jemand so viel Geld in bar und wieso nicht auf dem Konto? Ja. Wer kann aufs Konto einsehen und ins Bankschließfach nicht? Wer könnte das sein? Das FA. Das hast du gesagt. Also liegt das nahe, dass man irgendjemand, dass man nicht will, dass bestimmte Leute wissen oder sehen, ja? Ich weiß es. Oder kennen. Keine Ahnung. Ich habe meinen Steuerberater und wie gesagt, wie wir vor einem Auto gehabt haben. Ja, genau. Ja. Ich schicke ihm alles, was ich habe. Ich habe alles auf der Bank und ja, ist die Frage. Das muss jeder selber wissen. Ja. Aber wir haben ja schon geredet, ne? Das ist das Rotlichtmilieu ist halt, da gehen vielleicht hier und da einmal ein paar Transaktionen am Vaterstaat vorbei. Vielleicht auch nicht. Ich will keinem was unterstellen. Ja, einfach weil es so viel sind. Es Fehler passieren. Und ja. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen. Mutmaßlich. Alles mutmaßlich. Ich weiß von nichts. Ich beschuldige niemanden. Ich auch nicht. Und glaubst du, dass der Teil, den sie mitgenommen hat, ihr rechtmäßiger Anteil war? Nein. Das glaube ich nicht. Weil ich mir gedacht, dass ich meine... Weil sonst würde er es ja nicht anzahlen. Okay. Weil wenn viel, du musst viel, musst du mal denken, du hast jetzt 500.000 Euro in dem Bankschließfach. Ja. Woher auch immer. Mhm. Ja? Würdest du wirklich wollen, dass du das ein Richter warst, dass du das da drinnen hast? Nein. Oder gehabt hast? Nein. Eben das nicht. Das heißt, wenn ich das mache, ja, dann muss das mein Geld sein. Ich gebe das ja nicht preis. Ja? Wenn ich weiß, das ist ihr Geld, aber dann gebe ich das ja nicht preis. Das ist das. Das muss sein Geld sein. Muss für mich sein Geld sein. Wie ist sie eingekommen, ohne dass er weiß? Sie muss irgendeine Art von Vollmacht haben. Sicher. Muss sie. Das heißt, sie hat sich einfach wahrscheinlich sein Vertrauen irgendwie... Ja, Gerücht ist, sie haben ja eine Art Beziehung geführt. Ne? Ja, es steht sogar im Artikel drin. Ja. Sei Geliebte. Ja, das heißt. Ne? Und ich gehe davon aus, dass das auch der Wahrheit entspricht. Und somit, wen hat er sonst? Er hat keine Frau, er hat nichts. Das ist seine engste Vertraute gewesen, vermutlich. Ne? Mr. Leaks, ich muss jetzt leider die harten Fragen stellen, aber wie alt glaubst du, ist die Silvia? Puh, das ist echt eine harte Frage. 40. 40, okay. Sag ich. Ist am höheren Spektrum, glaube ich. Ja. Wann glaubst du, hat sie mit der Prostitution, mit ihrer Arbeit angefangen? Mit wie vielen Jahren? Ja, ich glaube schon in jungen Jahren. Okay. Wie es üblich ist, ne? Mit 18. 18? 18, 19 Jahre. Okay. Wird sie. Ich glaube, das ist ein Lebensstil, da hast du vorher nie was anderes gemacht. Ja. Ich glaube, entweder du machst das, weil du das willst. Ich glaube, dass ein gewisser Teil ist, du willst nicht arbeiten, eine normale Arbeit haben. Also du willst lieber, das ist ein bisschen der leichte Weg, ne? Der Ausweg, was du als Frau nehmen kannst. Mhm. Und ich glaube, entweder machst du das oder du machst das nicht. Mhm. Ja? Es gibt sicher Frauen, die dann aufhören wieder damit und ein normales Familienleben. Aber ich glaube, die hören gleich auf. Ich glaube auch, die hören gleich mal auf. Also entweder bist du von Anfang an dabei oder nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass die ein normales Büro hocken hat irgendwo oder ähnliches und dann sie denkt, weißt du was, ich prostituiere mich jetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nur für die Einfachheit der Mathematik, sagen wir, sie hat mit 20 angefangen und jetzt ist sie 40, okay? Okay. Wie viel kennt man jetzt als Unwissende, Unbeteiligte schätzen, dass sie in einem Monat verdient, glaubst? Pah, keine Ahnung. Googelt einmal, was verdient der Prostituierte im Schnitt. Das kommt komplett davon. Aber schauen wir mal, was der Schnitt ist, dann können wir davon ausgehen. Verdienen, dass die ihre Drogen finanzieren können, ja. oder wenn sie komplett selbstständig das machen, sie gut vermarkten können, kostet mehrere 10.000 im Monat. Ja, ich glaube, es schwankt sehr. Ich muss mal berechnen, wie viel sie für pro Stunde verlangt, ob es eine Edelhure ist oder. Ja, das. Ja. Im Monat? Ja, aber das wird. Boah. Davon, die wirklich überbleiben.
Ja, gehen wir, sag mal, dann bist du ja umsatzsteuerpflichtig. Je nachdem, ob du am Straßenstrich bist oder Ego-Huber. Okay. Ja, dann gehen wir von 8000 aus. 8000? Brutto? Nee, ist da. Ne? 8, nein, Blödsinn. 5. Jetzt habe ich mit 20% gerechnet. Ich bin ein Trottel. 5, ja. Haben wir noch 2 Minuten 30? Okay. Na, dann vielleicht, wenn Sie finanziell irgendwie über 20 Jahre lang irgendwie ein Verantwortungsbewusstsein gehabt hat, dann geht es aus mit, dass ja, aber war sie 20 Jahre lang beim Sepp? Das ist mein. Ja. Also der erste Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, steuerfreie netto 5000 Euro in bar irgendwo. Ich sage nicht, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie so viel verdient hat. Aber ich sage, es ist unwahrscheinlich, dass der Sepp ihr da anzeigen würde, wenn das nicht sein Geld wäre, was er entnimmt. Ne? Ja. Das ist das eher. Ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ihr Geld ist. Außerdem, wieso? Ich verstehe den Sepp. Ich verstehe, wieso der Sepp sagt, schau her, Silvia, das ist mein Schließfach und du hast da einen Zugriff drauf. Weil wenn der Sepp jetzt abgenommen wird und eingesperrt wird, dann weiß die Silvia, ich gehe jetzt zur Bank und ich hole das Geld und hole das aus. Aber für die Silvia gibt es keinen Grund, wieso sie mit dem Sepp gemeinsam ein Schließfach haben sollte. Die können sie ein eigenes Schließfach holen für ihr Geld aus dubioser Herkunft, theoretisch. Ja? Es gibt keinen Grund dafür, dass sie das mit ihrem gemeinsam hat. Ich denke mir halt, wenn ich das Sepp wäre, und gehen wir einfach einmal davon aus, dass es nicht legitim ist, das Geld. Oder zumindest teilweise nicht legitim. Mutmaßlich. Würde ich dann vor Gericht gehen, wenn man wer was ausstellt und es fehlen 10% davon, würde ich jetzt offiziell vor Gericht gehen und sagen, Alter, der hat mich bestohlen. Und dann kommen die aber her und sagen, wo kommt das eigentlich her? Das Risiko will ich ja nicht eingehen, oder? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Es muss ja nicht, es kann ja aus legitimen Geschäft kommen. Es ist ja jedem selbst überlassen, wie er seine Geldreserven aufbewahrt. Ob das jetzt digital ist bei der Bank oder nicht. Ne? Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das Geld, was sie entnommen hatten, selbst ein Geld war. Das ist meine Antwort. So, belassen wir es dabei. Ja. Jetzt haben wir es auch schon auf hingekriegt.